Der RTF1 Jahresrückblick wird Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Reutlingen. 20 Jahre RTF1, natürlich eines unserer ganz persönlichen Highlights im November, aber bei weitem nicht das einzige. Denn auch sonst war es ein aufregender Monat für die Region. Und auch wenn er noch gar nicht so lange zurückliegt, wollen wir mit Ihnen heute noch einmal zurückblicken in den 11. Monat des eben erst vergangenen Jahres 2019. Eigentlich wollte Harry Ebert, hier Archivbilder, im November schon nicht mehr Bürgermeister von Burladingen sein. So zumindest seine Ankündigung im Juli. Doch bislang ist der nicht unumstrittene AfD-Politiker noch immer im Amt. Dem zuständigen Landratsamt des Zollernalbkreises liegt bislang noch kein Antrag auf Entlassung von Seiten Eberts vor. Landrat Günther Martin Pauli möchte sich zur Situation im Burladinger Rathaus vorerst nicht äußern. In einer anderen Sache jedoch geht es endlich voran im Zack. Bislang von vielen als Schandfleck empfunden, starten im November die Arbeiten zur radikalen Umgestaltung des Hechinger Obertorplatzes. Bis zum Mai 2021 soll der Platz ein grundlegend neues Erscheinungsbild bekommen und alt und jung zum Verweilen ins Zentrum der Oberstadt einladen. Wasserspiele, Kletter, aber auch Ruhemöglichkeiten sind geplant und natürlich die Änderung des Straßenverlaufs. Parkplätze für die anliegenden Geschäfte, so verspricht die Stadt, soll es aber auch weiterhin ausreichend geben. Genügend Parkplätze gibt es endlich auch wieder in Tübingen, denn nach fast 2 Jahren Bauzeit erstrahlt das Parkhaus Altstadt Mitte nicht nur in ganz neuem Glanz, jetzt ist es auch wieder nutzbar. Es ist hell und licht und es hat eine schöne Farbgebung, ein Leitsystem mit Tübinger Gebäuden und das Allerbeste, man kann jetzt sogar reinfahren. Das konnten im alten Parkhaus bei weitem nicht alle. Je nach Fahrzeug war es immer wieder vorgekommen, dass auch die geübtesten Fahrer unliebsame Bekanntschaft mit den Wänden machen mussten. Wer freilich mit dem Fahrrad unterwegs ist, der sieht sich weder mit dem Problem zu enger Einfahrten noch mit dem Problem der Parkplatzsuche an sich konfrontiert. Und jetzt hat sich für die Fahrer von sogenannten S-Pedelecs, also E-Bikes, die eine Geschwindigkeit von bis zu 45 Stundenkilometern erreichen können, auch die Suche nach der besten Strecke erledigt. Als erste Kommune im Land gibt Tübingen seine Radwege für S-Pedelecs frei. Und wir bleiben noch ein wenig in der Universitätsstadt am Neckar, denn auch im Cyber Valley tut sich im November was. Die Fraunhofer Gesellschaft schließt sich mit dem Aufbau eines neuen Zentrums für künstliche Intelligenz der Forschungskooperation an. Es ist jetzt ein ganz wichtiger Schritt, dass wir eben über die Kooperation, über die Zusammenarbeit Cyber Valley, Fraunhofer, über das Fortschrittszentrum jetzt die Brücke bauen in die Wirtschaft, in den Mittelstand, in die kleinen Unternehmen hinein, in die Anwendungsorientierung. Außerdem gibt der Tübinger Gemeinderat grünes Licht für einen weiteren Anwärter. Er nickt mit einer Zweidrittelmehrheit das vom Versandriesen Amazon geplante Forschungszentrum ab. Während der Sitzung kommt es zu lautstarken Protesten von Projektgegnern, die teilweise schließlich polizeilich aus dem Saal gebracht werden müssen. Und während die einen sich ganz den Zukunftsvisionen hingeben, buddeln die anderen in der Vergangenheit. Dabei entdecken Tübinger Paläontologen bei Grabungen im Ostallgäu bei Kaufbeuren eine archäologische Sensation. Ja, wir haben einen Menschenaffen aus Süddeutschland gefunden, und zwar vier Individuen, eine neue Art, eine neue Gattung, der Nubius Guggenmosi. Und dieser Menschenaffe zeigt Merkmale des zweibeinigen aufrechten Ganges in einer Zeit, wo das bisher nicht für möglich gehalten wurde, 11 Millionen, 12 Millionen Jahre. Die Entdeckung stellt die bisherige Sichtweise auf die Evolution und vor allem die These vom Ursprung des aufrechten Ganges in Afrika komplett auf den Kopf. Altbekannt und doch immer wieder neu, RTF1, das Reutlinger Tübinger Fernsehen, wird 20 Jahre alt. Am 15. November 1999 geht unser regionales Fernsehen erstmals auf Sendung. Die Zuschauer gucken RTF1 meines Erachtens aus zwei Gründen. Hauptsächlich zum einen, weil wir hochkonzentriert fast ausschließlich aus der Region berichten, weil wir auch 7 Tage lang berichten, auch am Samstag und am Sonntag haben wir unser Team im Einsatz und eben, weil wir seriöse, zuverlässige Nachrichtenberichterstattung machen. Keine Fake News, keine Sensationsnews, sondern wirklich fundiert. Zum Beispiel von den vielen anderen Jubiläen, die es im November noch zu feiern gibt. Denn genau so lange wie uns gibt es auch die Reutlinger Tafel.
Sie ermöglicht es bedürftigen Menschen, Lebensmittel günstiger zu kaufen als im Supermarkt. Für viele Betroffene gerade gegen Ende des Monats oft schiere Notwendigkeit, um sich weiterhin mit dem Nötigsten versorgen zu können. Aber auch um einfach mal jemanden zum Reden zu finden, ist die Einrichtung gut. Ebenso wie das Kaffeehäusle in der Reutlinger Alteburgstraße. Seit nunmehr 35 Jahren eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung. Damals als bundesweit einmaliges Konzept der Zusammenarbeit von Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen gestartet, ist es längst ein fester Bestandteil der Reutlinger Gastronomie geworden. Das sich nicht nur über neue Besucher, sondern immer auch über neue ehrenamtliche Mitarbeiter freut. Vor dem Tübinger Landgericht müssen sich ab November zwei ehemalige Polizistinnen verantworten. Der Vorwurf, eine der beiden Angeklagten soll versucht haben, ihren Ehemann mit Hilfe einer Insulinspritze zu töten. Das Opfer jedoch überlebt den Anschlag im Februar. Die zweite Beschuldigte soll als Komplizin das Insulin besorgt haben. Das Kuriose dabei, die Planung des Mordes lief über den bekannten Nachrichtendienst WhatsApp und auch die Dienstpost sollen die beiden Ex-Beamtinnen für ihr Vorhaben genutzt haben. Eine Verhandlung beginnt, ein anderer Fall endet endgültig, denn die beiden Betreiber der Biogasanlage in Engstingen, aus der im Januar 2017 1,5 Millionen Liter Gärsubstrat ausgelaufen waren, haben die Strafbefehle des Münsinger Amtsgerichts akzeptiert. Das hatte sie neben der Schadenswiedergutmachung zu Freiheitsstrafen von je einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Nach zwei Jahren im Tübinger Exil ist die Industrie- und Handelskammer Reutlingen zurück in der Achalmstadt, im nagelneuen Gebäude mit über 4000 Quadratmeter Nutzfläche, die sehr modern und offen gestaltet ist. Wir wollten von Anfang an ein transparentes Haus. Dieses Haus gehört unseren Mitgliedsunternehmen. Aber das Schönste ist wohl, die neue IHK-Zentrale ist mit Baukosten von rund 19 Millionen Euro, sogar 3 Millionen, unter dem veranschlagten Budget geblieben. Doch die Freude währt nicht lange, denn zum Monatsende schockiert eine Nachricht des Automobilzulieferers Bosch nicht nur die IHK, sondern die ganze Region. Das Unternehmen kündigt an, am Standort Reutlingen rund 500 Stellen streichen zu wollen. Einen kleinen Lichtblick gibt es jedoch. Der Abbau soll, wie es heißt, sozialverträglich, also über die natürliche Fluktuation von Mitarbeitern ohne Stellenneubesetzung über die Bühne gehen. Auf ein ähnliches Vorgehen haben sich auch die Unternehmensverantwortlichen der Metzinger Sauter Feinmechanik mit ihrem Betriebsrat geeinigt. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, geht die Firma in Kurzarbeit. Die IG Metall ist sauer über den daraufhin erfolgten abrupten Verhandlungsabbruch und wirft Sauter Feinmechanik rechtswidriges Verhalten vor, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, die Auszahlung des Weihnachtsgeldes für die Mitarbeiter zu verschieben. Der RTF1-Jahresrückblick wurde Ihnen präsentiert von der Handwerkskammer Reutlingen.